Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin doch ein bisschen erschüttert über Ihren Auftritt hier, Herr Gies. Ich will Ihnen persönlich nicht unterstellen, dass Sie hier bewusst die Unwahrheit gesagt haben. Ich glaube, dass man Sie von Berlin aus bewusst unwahr informiert hat. Sie sind ein ehrenwerter Mann. Ich habe Sie so kennengelernt. Und wer mit einer solchen Überzeugung so etwas vorträgt, dass offensichtlich die Unwahrheit ist, dem muss man die Unwahrheit glaubhaft ins Ohr geflüstert haben. Das macht die Sache allerdings nicht besser. Wer den Bäuerinnen und Bauern Wertschätzung gegenüberbringen möchte, der sollte sie nicht mit der Unwahrheit bedienen und sollte aufhören, die Menschen zu verschaukeln. Und eins ist klar. Es war die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, die eine 20-prozentige Reduktion pro Schlag vorgeschlagen hat. Dann habe ich als Vorsitzender der Agrarministerkonferenz in Landau die Konferenz einberufen. Und dann waren es die CDU-Minister, Herr Kollege Haug vorneweg, der gesagt hat, das lassen wir uns nicht bieten. Es gab einen Aufstand der CDU-Agrarminister in dieser Konferenz, die gesagt haben, ungeachtet der Parteizugehörigkeit, das machen wir nicht mit, was Julia Klöckner hier vorschlägt. Und das nenne ich Rückgrat gegenüber der Landwirtschaft, aber nicht hinterher zu behaupten, andere hätten das Frau Klöckner in den Mund gelegt. Die Agrarminister haben einstimmig abgelehnt, was Frau Klöckner als Zumutung für die Landwirtschaft vorgeschlagen hat. Einstimmig abgelehnt. Und das ist dokumentiert in den Beschlüssen der Agrarministerkonferenz. Und dann hat sie genau das, obwohl sie selbst den Agrarministern zugesagt hat, sie wird Änderungen machen, hat sie genau das in Brüssel vorgeschlagen. Und dann wird behauptet, es sei jetzt Sache der Länder, die Nitratrichtlinie umzusetzen. Auch das ist nicht richtig. Die 20-prozentige Reduktion pro Schlag ist der Feder von Julia Klöckner entsprungen, gegen das Votum aller Agrarminister, der CDU-Agrarminister, der Grünen-Agrarminister und auch des FDP-Agrarministers. Und jetzt will ich Ihnen noch mal sagen, mit welchen Märchen die Landwirtschaft hier bedient wird. Während die Agrarministerin in Berlin durch die Lande läuft und sagt, ihr müsst jetzt auf Landesebene eine Binnendifferenzierung machen, damit ihr die 20-Prozent-Starre, die ich, Julia Klöckner, festgelegt habe, umgehen könnt, während sie das macht und die CDU, auch Herr Baldauf, sagt, ja, der Landwirtschaftsminister in Mainz, der soll jetzt eine Binnendifferenzierung machen, während sie das betreiben, ruft der Staatssekretär des Bundeslandwirtschaftsministeriums zu einer Telefonkonferenz aller Landwirtschaftsminister der Länder und sagt, man bittet um Zurückhaltung bei der Kommunikation der Bemühungen um weitere Binnendifferenzierung, weil das die EU-Kommission nicht mitmachen werde. Wissen Sie, woher die das wissen? Weil die das mit denen vereinbart haben. Sie verschaukeln die Bäuerinnen und Bauern in diesem Land. Das ist unverantwortlich. Unverantwortlich. Denen Menschen geht es um ihre berufliche Existenz. Und Sie erzählen Märchen. Das Mindeste, was die Menschen hier in Rheinland-Pfalz erwarten können, ist, dass man wahrhaftig und aufrichtig mit ihnen umgeht. Und ich kann es nicht ertragen, von Wertschätzung zu reden und den Menschen dann hier solche Märchen aufzutischen. Sie verschaukeln die Bäuerinnen und Bauern. Wir können uns gerne gemeinsam auf den Weg machen, aus dieser Situation das Beste zu machen. Übrigens auch diese Messstellenmärchen. Sie reden ständig von 35 Messstellen. Es sind 1.600 im Land mit 255 Referenzmessstellen. Wie kommen denn die Bauern auf solche Zahlen? Wo haben Sie die denn her? Was verbreiten Sie denn da in diesem Land? Und jetzt zur Sache. Nein, Sie müssen schon dazu stehen, dass diese Politik, die Julia Klöckner in Berlin betreibt, die größten Steine sind, die man der Landwirtschaft in Deutschland in den letzten Jahrzehnten in den Weg gelegt hat. Da war Renate Künast gar nichts dagegen. Und das alles gegen den einstimmigen Beschluss der Agrarministerkonferenzen. Ich habe die Gesichter von Frau Otte Künast, Niedersachsen,
von Herrn Haug, Baden-Württemberg, die Frustration über diese Agrarpolitik in Berlin. Ich habe sie noch genau vor mir. Und ich will Ihnen Folgendes sagen. Wenn wir das so umsetzen, wie der Bund sich das ausgedacht hat, kriegen wir erhebliche Probleme. Das passt auch nicht zur Klimaschutzpolitik. Wenn wir in Rheinland-Pfalz nicht mehr in der Lage sind, Brotgetreide zu produzieren, müssen wir Brotgetreide importieren. Das macht für den Klimaschutz keinen Sinn. Und das wollen auch die Menschen nicht in diesem Land. Und wenn wir sagen, wir wollen weniger Fleischkonsum haben, um etwas für den Klimaschutz zu tun, kriegen aber Düngevorschriften von Frau Klöckner, mit denen wir nur noch Futtergetreide produzieren können, dann frage ich mich, hat irgendjemand in Berlin diese Politik einmal zu Ende gedacht? Und deswegen müssen wir jetzt miteinander reden, nicht die Landwirte verschaukeln, nach dem Motto, die Länder waren es, wieder besseren Wissens, sondern wir müssen jetzt miteinander reden. Und ich habe der Agrarministerin auch gesagt, ich habe das gestern öffentlich gesagt, die Hand ist ausgestreckt. Wir wollen nicht uns im parteipolitischen Streit verlieren. Das ist nicht gut gelaufen in Berlin. Wir sind gerne bereit, jetzt zu schauen, wie können wir das so umsetzen, dass die Landwirtinnen und Landwirte bei uns eine Perspektive haben. Aber sowas zu machen, wieder allen Widerstand der Länder und sich dann, Herr Gies, hier hinzustellen und zu sagen, die Länder waren es. Wir haben niemals, niemals einer 20-prozentigen Reduktion pro Schlag zugestimmt. Niemals, in keiner Konferenz. Und was immer Frau Klöckner Ihnen da aufgetischt hat oder was sie sich für Notizen gemacht hat, die ihr in den Kram passen, es gibt klare Beschlüsse der Agrarministerkonferenz. Und lassen Sie uns mit den Menschen wertschätzend umgehen. Und dazu gehört auch, dass man ihnen die Wahrheit sagt. Es ist nicht gut gelaufen, aber wir können das gemeinsam jetzt versuchen, noch so zu steuern, dass die Landwirte eine Perspektive haben. Aber dieses, die anderen waren es und sich von der Verantwortung sowas von davonstehlen, finde ich, ehrlich gesagt, mangelnde Wertschätzung gegenüber einem Berufsstand. Und deswegen bin ich so vehement hier aufgetreten, um das mit aller Schärfe zurückzuweisen, weil die Menschen etwas anderes verdient haben. Und nochmal, wir brauchen eine Agrarpolitik, die Umweltziele definiert und dann auch gemeinsam mit einem vernünftigen Konzept erreicht. Aber in Rheinland-Pfalz nur noch Futtergetreide zu produzieren und gleichzeitig zu sagen, wir wollen weniger Tierhaltung haben, das muss Frau Klöckner mal erklären, wie sowas zusammenpassen soll. Und ich bin überzeugt, wenn man das der EU-Kommission sachlich vorgetragen hätte, hätte sie so etwas auch verstanden. Weil das schlicht und einfach widersprüchliche Agrarpolitik ist, auf dem Rücken von Menschen, die seit Generationen dieses Land bewirtschaften. Und deswegen fordere ich alle auf, mit diesem Unfug aufzuhören, zur Sachlichkeit zurückzukehren. Ich habe gesagt, ich berufe einen Agrargipfel ein. Wir wollen auch Transparenz haben. Jeder muss verstehen, warum eine Messstelle dasteht und nicht dort steht. Aber dieses Spiel, Messstellen sind jetzt angeblich alle daran schuld. Das haben wir schon mal bei den Stickoxid-Messwerten gehabt. Da hat die Bundesregierung in Brüssel 40 Mikrogramm vereinbart und gesagt, die Länder sollen die Messstellen verschieben, bis die Werte stimmen. Nein, nein, das, was man in Brüssel vereinbart, dazu muss man stehen. Und da muss man auch sich in der Verantwortung sehen, die Länder jetzt dabei zu unterstützen, in eigener Verantwortung, wie man damit umgehen soll. Und muss den Bauern die Frage beantworten, wollen wir tatsächlich nur noch Futtergetreide bei uns produzieren? Ich will das nicht. Ich will eine regionale Landwirtschaft, eine gesunde Landwirtschaft und ich will auch, dass in Zukunft deutsches Brot mit deutschem Getreide gebacken werden kann. Und dafür arbeitet die Landesregierung.